Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heinz Rühmann ist tot. Er starb am Montagabend im Alter von 92 Jahren in seinem Haus am Starnberger See. Mehr als 6 Jahrzehnte stand Deutschlands bekanntester und wohl auch beliebtester Schauspieler auf der Bühne und beeindruckte in über 100 Filmen ein Millionenpublikum. Humor ist einem in die Wiege gelegt worden. Humor ist Gemüt und Gemüt ist Herz, kommt von innen heraus, bereichert einen und die anderen. Aber spielerisch muss er kommen und ganz leicht. Umso selbstverständlicher wirkt er. Manchmal höre ich die Leute sagen, der Rühmann tut sich leicht, der spielt sich selbst. Darauf möchte ich antworten, welches Glück, sich selbst spielen zu können. Jugendlicher Liebhaber oder jugendlicher Held werden, das können Sie sich ja vorstellen. Das erträumt man sich ja als junger Schauspieler. Und ich war gar nicht damit einverstanden, dass ich so komisch wirkte. Ein Freund, sein guter Freund, das ist das Schönste, das es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt. Hallo. Ruhe. Sie. Bitte noch ein bisschen schaukeln. Na, so was? Ich schlief so wunderschön. Na, ich hoffe, Sie sind mir wegen der Störung nicht allzu böse, Herr. Ist ja kolossal. Ich muss nur mal zufällig an einen Witz denken. So. Ich werde beweisen, dass es gar kein Witz ist. Erzählen Sie mal. War mal ein Mann. Ja? Er hatte 3 Söhne. Der erste, der war dumm. Ja. Na und weiter? Weiter. Der zweite, der war mittel. Weiter. Und der dritte? Ja, der dritte. Ich möchte mich darüber mit Ihnen mal persönlich unterhalten. Ist noch kein Witz. Nichts. Ich finde ihn ja nicht gut. Jedes Nessel. Von den Nessen-Porzellanwerken? Jawohl, haben Sie Eltern? Und was für welche? Ich möchte nämlich gern morgen Vormittag um Ihre Hand anhalten. Um meine Hand? Ja. Warum denn? Das Schicksal will es. Na, Bubi? Wieso, Bubi? Sie? Was Sie glauben, ist nicht bei mir. Also nur gleich Bescheid wissen. Nur der Wissenschaft halber hier. Sehen Sie? Interessiert mich. Ich kann mal ein paar Fragen an Sie richten. Bitte? Bitte. Sind Sie je nach dem Tier? Meine Herren, so haben wir es gern, denn von heute an gehört uns die Welt. Jawohl, meine Herren, die Sorgen sind fern. Wir tun, was uns gefällt. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Keine Angst, Rosmarie. Ist schön, nicht? Aber wenn sie vorbei ist, dann wird sie noch viel schöner. Was heißt noch? Wird überhaupt der schön? Warum sind die Nächte nur so kurz und die Tage so lang? Weil du nicht einschlafen kannst. So, und warum kann ich nicht einschlafen? Weil du nicht willst. Oh. Willst du vielleicht? Hm? Was willst du vielleicht? Und das Leben hat ja sein gewissen Lebenslagen. Ich meine, das Leben hat, wenn man gemerkt hat, dass das Leben einen ziemlichen Lebenszweck
ziemlich Lebenszweck erreicht hat, denn dafür wird man ja schließlich geboren. Wenn man einem das klar geworden ist, dann ist schon ziemlich viel gewonnen. Dann ist auch das der richtige Augenblick im Leben, der dann in einem lebendig wird. Und dann richtet man auch die Frage an das Leben und nun. Und das Leben richtet aber auch an einen die Frage und nun. Und nun möchte man natürlich auch gerne eine Antwort haben. Und das ist das, was eben, ja, ist klar, können Sie verstehen? Aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Nein, da muss ich jetzt anders anfangen. Fräulein Marianne, Sie wissen, ich fliege. Und dieses Fliegen ist nun zu meinem Lebenszweck geworden. Aber immer so alleine durchs Leben zu fliegen, das kann ich nicht. Ach, Sie können doch nicht allein fliegen. Sind Sie nicht allein hergeflogen? Natürlich bin ich allein hergekommen. Das war ja mein Alleinflug, nicht? Aber ich meine, ich möchte eben nicht mein Leben im Alleinflug verbringen. Fräulein Marianne. Das ist schwer. Wollen Sie es mal ansehen? Ja, machen wir mal. Und nun wollen wir mal beobachten, wie Römann diese Szenen selbst spielt. Können wir? Ja. So. Und wen an der Alkohol, der heilt, wie er cool. Meine dir gerne. Alter. Verlass. Abgebrochen. Bin ich mal selbst so albern. Also, noch einmal. Vor 23. Bitte? Herr Professor, ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat, aber ich kann gar nicht mehr reden. Was können? Und wenn dann der Alkohol? Und lieber Frau Römer, vor Lachen nicht was. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Ich hab bei Frauen so schrecklich viel Glück, das ist kein Wunder, denn mein Sternbild ist der Stier. Mein Blut ist Lava und das ist mein Trick, das liebt man an mir. Ich schau sie an und sage schlau, sie sind die richtige, gnädige Frau. Komm ich in Glut, dann ist mir jede so gut. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Ihr braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Amama, amama, Amazonas, Amazonas, tanz ich Mambo, Mambo, hey, beim Klang der Gitarre. Und auch ich und... Nur einmal noch wird Rühmann richtig albern. Viele Freunde raten ihm ab von der Paraderolle in Charlies Tante, aber der alte Komödiant kann nicht Nein sagen. So groß ist die Lust auf diesen Klamauk. Seine Leistung, er wird nicht banal. Bravo, bravo, Amama, Amama, Amazonas, Amazonas, tanz ich Mambo, Mambo, hey, beim Klang der... Und dafür bin ich dankbar. Das heißt, dass man im Alter auch gläubiger wird, haben Sie das sagen wollen? Ja, das wollte ich sagen. Das war mir ein bisschen zu, ich weiß es nicht, wie ich es nennen soll, aber genauso die Tierliebe und die Natur. Ich sehe eine Rose oder eine Blume anders als früher und ich bin für das alles dankbar, weil ich das nicht kannte. Und ich hatte Angst vor dem Altwerden. Und ich kann Ihnen nur eines sagen,
werden Sie alt. Sie. Danke. Ich hatte noch. Ich wollte dazu noch etwas sagen. Ja, werden Sie alt und. Nein, wo steht denn das? Falls Sie den lieben Gott ein paar Jahre früher sehen sollten als ich, können Sie ihm das sagen, also dass Sie mich da ein bisschen im Auge behalten. Ich weiß schon. Nein, ich wollte sagen, werden Sie ruhig alt, es lohnt sich. Danke. Wenn man stirbt, muss man doch wissen, wie man gelebt hat. Stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon